ja Engels an, wo wir schauen, und dann verstehen wir die Grüße und den Bundeschampion der Fahrpferde 2010. Wir sind Surfhausen und die Schützenvorreiter Karl Heinz Winkler. Surfhausen, meine Gäste, noch in ein paar Tagen viel gerichtet am 1.1. werden ja alle Pferde grundsätzlich ein Jahr älter. Geboren 2006 ist er also ein Sohn des Samba-Kollegen von seiner Tochter Schwimmer, Son Blue Mutter, Son Blue, dieser Takena-Hengst, der seinerzeit für viel Furore gesorgt hat, als junges Pferd, und mit Donner Schwimmer, hier das hochwertvolle, abgesicherte Donner-Eilöse. Vom Feinsten also gezogen, dieser Sir Lausitz, und zwar von Heike und Volkmar Schader in Wenzdorf. Natürlich steht er nun im Besitz der Stiftung Brandenburgisches Haus von Brandenburg Neustadt. Er war der strahlende Siegerhengst der Krönung 2008 und besticht durch sein ähnliches Seitenbild mit seinem super Pedigree aus einem der vererbungssichersten Mutterstämme, die wir in Deutschland haben. Sein Vater Sandra Olegin war selber Finalist beim Bundeschampionat in Brandenburg. Dieser Sir Lausitz ist wunderbar harmonisch trainiert, mit einem sehr schönen Bergkopf konstruierten Guru-Bewegungsablauf übergeachtet ist sein Schritt. Der Tag wird wunderbar beim Kadenz und da viel sehr schön zu sehen in der weiteren Tag auf der Diagonale. Und er ist, wie gesagt, der aktuelle Bundeschampion der Fahrerwelle 2010 Warenkopf. An den Leinen wird er vorgestellt von seinem Ausbilder, vom Gespielsoberwetter Karl-Heinz Finkler. Genießen wir dieses hochinteressante und hochtalentierte Nachwuchstalent vor der Kutsche. Was Sie brauchen.